Herr Schneider, das 1:1, kann man damit zufrieden sein? Nee, natürlich nicht. Ich bin heute überhaupt nicht zufrieden. Vor allem mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. War heute über 90 Minuten nicht eher durchschnittliche Leistung von uns. Wir gehen dann in Führung 1:0 und der Gegner gerät sogar in Unterzahl. Und wir schaffen es dann einfach nicht, die Überzahl für uns zu nutzen und haben heute einfach zu viele individuelle Fehler gemacht und sind dann zum Schluss bestraft worden mit dem Ausgleich nach einer Standardsituation, was extrem bitter ist, wo die Zuordnung nicht gepasst hat, aber für die Pforzheimer war es verdient. Die Überzahl ist ja durch eine rote Karte zustande gekommen. Wie haben Sie diese Karte gesehen? Ja, war halt ein Foulspiel und der Ball war schon weg, aber ich möchte es jetzt eigentlich nicht bewerten, weil es macht der Schiedsrichter und ich will jetzt da nicht irgendwie pro oder contra irgendwas sagen. Okay, was den Schiedsrichter angeht, beziehungsweise die Fairness während dem Spiel, hat man leicht den Eindruck gehabt, als wäre, also zumindest von der Reaktion ihrer Spieler her oft, als wäre Pforzheim etwas härter reingegangen oder ist das halt ihre Art und Weise, die Fouls anzuzeigen? Nee, eigentlich sind wir eine Mannschaft, die viel zu wenig anzeigt, was das angeht. Da sind wir nicht clever genug, aber klar, es waren halt viele Zweikämpfe, es war aggressiv, aber es war jetzt nicht ein unfaires Spiel. In dem Sinn waren halt viele enge Situationen und von daher war das jetzt nichts Außergewöhnliches aus meiner Sicht. Wieso hat man die Überzahl nicht nutzen können? Gute Frage, das wüsste ich auch gern. Also wir haben es einfach versäumt, mehr über die Außen zu spielen, da wären die Räume da gewesen. Wir haben immer versucht, durch die Mitte zu kommen, haben dann dort die Ballverluste gehabt. Der Boden war dann relativ schwierig in der zweiten Halbzeit, uneben, ein bisschen rutschig und haben dann immer da reingespielt und da hat der Gegner drauf gewartet und wir haben es einfach nicht geschafft, mehr über die Außen zu kommen, um dann eben die Überzahl auch numerisch dann auch zu spüren und dementsprechend haben wir es dann auch nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. Was haben Sie sich jetzt für die kommende Zeit vorgenommen und wie wollen Sie das umsetzen? Dass wir besser spielen als zuletzt und umsetzen müssen wir das einfach im Training und in den nächsten Spielen und wir müssen halt die Fehler ansprechen und versuchen, die abzustellen.